erst mühselig auf irgendeinen Standort einigen können, machen aber so viel sie können selbst und versuchen, ihre eigenen Technologien in die Standards einzubringen, und darum sitzen die mit drinnen in diesen Arbeitsgruppen. Alle, Vodafone, also die Telekombetreiber, die großen, und die Hersteller, Ericsson, wenn sie wollen, Nokia, Siemens natürlich. Jo, das passiert im ETSI. Ich wollte nur darauf hinweisen, das European Telecom Standards Institute hat eine ganze Menge technische Komitees und Arbeitsgruppen. Die hier sind nicht repräsentativ. Das sind zwei Arbeitsgruppen von 200. Das wollte ich nur sagen, dass das nicht irgendwie missverstanden wird, als wäre das ETSI irgendwie eine, sagen wir, der Hort des Bösen. Ist es nicht. Sie müssen das nur machen, weil Sie sonst Ihre Netzwerke nicht verkaufen können. Zum Teil nicht mal mehr in demokratische Staaten, auf keinen Fall können Sie es in Diktaturen verkaufen. Und mit denen will man ja schließlich auch ein Geschäft machen. So. Da haben wir gleich passenderweise die richtige Signalfarbe oben stehen. Ich habe jetzt nur mal ein bisschen resümiert, was jetzt an bekannten und bereits von der Firma zugegebenen Tatsachen da ist. Also, Sie haben einmal quer durch im eigenen Interesse, ausgehend vom Vorstand, wer anderer könnte so ein Interesse daran haben, die eigenen Aufsichtsräte zu bespitzeln. 17 Millionen T-Kunden werden im Erotik-Milieu gehandelt. Ein Internet-Erotik-Unternehmen ist vor ein paar Monaten aufgetaucht und hat gesagt, er hat 17 Millionen Kunden die kompletten Verkehrsdatensätze der Telekom. How come? Die wird doch so gut geachtet. Das ist doch wichtig, die Privatsphäre der Kunden. Tatsache ist, dass es hat. Die Frage ist, wie ist er da dran gekommen? Hat das aus den Marketing-Systemen rausgezogen? Gab es woanders eine Sicherheitslücke? So wie es aussieht, hat das System, in das die Reseller, also die Wiederverkäufer einsteigen, die für die Deutsche Telekom Produkte verkaufen, das sind sehr viele, da gibt es so eine Online-Anwendung dafür, und die, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber allein die Tatsache, dass Daten, die nur von dort stammen können, jetzt laufend überall auftauchen, so wie heute die 4000 Datensätze, die beim Stern wieder gelandet sind, wo man wiederum nicht weiß, wo die her sind, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wann die Daten wo rausgehen, gehen sie immer dort raus, wo eine Schnittstelle zu Dritten besteht, wo man sie aus dem System rausnimmt und jemanden anderen übergibt. Resellern oder der Polizei. Das Ganze durchgezogen hat die Security-Abteilung der Telekom. Wir werden gleich noch die Security-Abteilungen von zwei anderen europäischen Telekoms kennenlernen. Geschätzt wird der Ertragswert der Daten von allen, die sich so ein bisschen in der grauen Datenszene auskennen, auf einen Ertragswert von bis zu 50 Millionen Euro jährlich. Man vergisst nämlich, diese Daten sind bares Geld wert. Die werden für bares Geld auf dem Markt gehandelt, zum Teil legal, zum Teil illegal. Und je mehr Details diese Datensätze verfügen, desto teurer sind sie. Und wenn du dann gar noch die Verbindungsdaten hast von einem absoluten Promi, na dann mach mal die Runde bei den deutschen Magazinen und frag, was ist ihnen wert. Und wie viele Stories man da rausholen kann. Man weiß immer, wo er war. Man kann Zeitwegdiagramme erstellen. Das ist alles sehr verlockend und das macht die Daten wertvoll. So, der Fall der Telekom Italia läuft bis heute. Es gibt noch immer kein Gerichtsverfahren. Losgegangen ist es damit. Das Erste, was ich da zitiere, das ist ein Papier der Telekom Italia, dass die Techniker selbst, das sogenannte Tiger Team, die wurden dann alle verhaftet, die haben sich selbst so ein System gestrickt, wie sie diese ungeheuren Datenmengen, wie sie die Kontrolle darüber behalten, wie sie wertvolle Informationen aus diesen Daten ziehen können. Und da haben sie halt so ein Setup gebaut, es wurde genannt Radar.
Das sind Oracle-Datenbanken, ein paar Software-Suites dazu und ganz normale Data-Mining-Tools. Und mit diesem Setup haben sie die ganzen gesamten Datenbestände der Telekom Italia aufgearbeitet. Es ging um Früherkennung von Betrug und Abwanderung, also Data-Mining. Aber für die Marketingabteilung bitte, dass man früh erkennt, dass jemand, der noch einen Anschluss hat, zum Beispiel, weil in den letzten 3-4 Monaten die Gesprächsfrequenz krass gesunken ist, dann sagt man, oje, der hat schon woanders einen Zweitvertrag und ist dabei umzusteigen. Dazu ist das da. 2006 hat Vodafone Italia, die Telekom Italia, wegen unzulässigen Data Mining in Verkehrsdaten und Abwerbung von Kunden geklagt. Das war so, Vodafone hat den italienischen Markt aufgemischt und hat den Ex-Monopolisten ziemlich ins Eck stehen gehabt. Was hat die Telekom Italia gemacht? Die Herren über das Festnetz und über doch noch den Marktführer im Mobilfunk. Sie haben ganz einfach bei ihrem Festnetzkunden Familie für Familie nachgesehen, welche Familienmitglieder mit Handys telefonieren, die nicht zum Telekom Italia Konzern gehören. Und diese Haushalte wurden gezielt antelefoniert und angesprochen. Das heißt, jeder einzelne Haushalt, der eine gewisse Anzahl von regelmäßigen Anrufen hat und Muster eines Anrufes. Man kann ja aus diesen Verkehrsdaten, wenn man 2-3 Monate hat, dann weiß man, welches Prepaid-Handy das Kind ist, der Familie. Da brauche ich keinen Namen. Da brauche ich mir nur die Anruffrequenzen ansehen. Es sind überall Muster drinnen. Es wird nicht abgehört. Es wird nach Mustern gesucht. Es werden große Datensätze angehäuft und dann wird nach Mustern gesucht. Die Leute werden nach Mustern eingeteilt. Das macht die Marketingabteilung genauso wie Law Enforcement. Das sind dieselben Methoden und das sind mehr oder weniger dieselben Datensätze. Tja, wie ist das dann weitergegangen? 2003, 2004, schon seit 2000 sind massenhaft transkribierte Telefonate in den italienischen Zeitungen aufgetaucht. Niemand wusste, wer die transkribiert hat. Lazio-Gate wird Ihnen vielleicht was sagen. Das ist dieser Schiedsrichter-Bestechungsskandal im italienischen Fußball. Ist alles darüber gelaufen. Da wurden die Telefone massenhaft abgehört und das wurde dann an die Zeitungen verkauft oder verschenkt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden die Daten aus dem Inneren der Telekom Italia geliefert. Der Herr Bove hat vorher, bevor er dort Sicherheitschef wurde, war ein Carabinieri. Spezialisiert auf Fahndungen in Verkehrsdaten. 1999 hat er zwei hochrangige Mafiosi zur Strecke, auf diese Weise zur Strecke gebracht. Und dann haben sie ihn eingespannt wegen dieser CIA-Renditions. In Italien stehen 24 CIA-Agenten namentlich auf der Anklageliste, die nicht ausgeliefert werden. Das waren die Leute, die diese Renditions organisiert haben. Also die irgendwelche Imame gekidnappt haben, nach Kairo ausgeflogen haben oder irgendwo anders ausgeflogen haben und die dann dort zur Folterung abgeliefert haben.